es vor dir lang geht. Mit Feuerwerk. Ey, geil. Mal gucken, was drin ist. So, hallo liebe Freunde zum All Stuff Unboxing. Gebäude 147, Dachbodenfund. Ich weiß wieder nicht, was drin ist. Naja, ist ein bisschen gelogen. Es soll etwas älteres Leuchtfeuerwerk drin sein. Und wir werden jetzt mal zusammen gucken, was uns die Katze da vor die Tür gelegt hat. Macht mir immer wieder Spaß, ist wie Weihnachten. Macht das ganze Ding mal auf und dann gucken wir rein. Ne, wir gucken nicht rein. Ich greife einfach blind rein. Ich warte mal auf den Tag, wo da eine Mausefalle drin ist. Hier für Schlotter an den Finger. Hier geht los. Spinnenweben. Ah, das Messer ist gut, aber ist auch nur gut für eine Seite. Naja. So. Doppelt und dreifach zugeklebt. Ich kann noch nicht sehen, da ist noch Papier vor. Aber ich kann das schon mal so machen, dass wir da hier drin greifen könnten. So, jetzt gucke ich nicht mehr drin. Ich gucke mal hier nochmal nach, so, ob wir noch im Bilder sind. Das seht ihr hier auf mein Handy, weil da auf dem Ding ist es zu klönen. Ja, sieht ordentlich aus. Mal gucken. Nehmen wir erstmal die Verpackung hier weg. Und dann gucken wir uns die Schätze an. Und diesmal machen wir wirklich Blindverkostung. Da haben wir erstmal, kenne ich gar nicht, Klasse 2 noch natürlich, Bengalo Duo, praktisch auch zum Anzünden von Feuerwerk. Ja, das sind Anzündlichter, ja, wie sagt man da dazu, Anzündfackeln, also kleine Bengalflammen in Rot und Weiß von Weco. 75 Gramm Bruttogewicht, NEM gibt es ja da noch nicht. Weco Eitorf. Hat noch nie in dieser Form gesehen. Ach, die sind ja mit Reibefläche. Oder weil hier ist so ein kleines Reibeding hier zum An. Reibebrett, meine Herren, das fängt ja gut an. Wo legt es hin, dass man es noch sieht? Naja, okay. Als nächstes haben wir dann nochmal gleich dasselbe. Oh, 5 Minuten Brenndauer, wa? Ja, das ist manchmal ganz gut, wenn man Feuerwerk per Hand anzündet, so eine Dinge. Nicht verkehrt eigentlich, wenn es zum Beispiel windig ist oder was weiß der Teufel. Jetzt kommt eine Pappschachtel. Oh, das haben wir schon hier. Riesenfontäne, Weco, Sachsenfeuerwerk. Klasse T. Was ist denn Klasse T?
könnten Zimmerfontänen sein, sind nur noch zwei Stück drin. Ich habe hier wieder die andere Kamera. Vielleicht kann man da was sehen, weiß ich immer nicht. Ich halte es mal immer da so drin, ich sage es jetzt nicht immer tausendmal, ich weiß, das nervt. Aber wenn ich so genau weiß, wie das funktioniert. Ansonsten eben so, das wird wahrscheinlich zu weit weg sein, kann ich mir auch sparen. Ein bisschen zwei Ausführungen hier, ein bisschen zwei verschiedene Dinger. PT1 war halt noch, das war technisches oder Bühnenfeuerwerk damals gewesen. Ne? Werden wohl Eisfontänen sein, nehme ich mal an. Da steht doch da, riesen Eisfontäne. Mal gucken, ob hier schon drauf steht, wie weit die gehen. Nee. Glaube nicht. Minimaler Abstand 1 Meter. Noch zwei drin. Ja, Schachtel ist jetzt auch nichts für Sammler. 10,50 Euro. Wie viel waren denn da mal ursprünglich drin? Kann man das erkennen? Nee. So sieht die Schachtel aus. Großartig erkennen kann man da nicht, wie viele. Ach hier, vielleicht 10 Stück waren da mal drin. Gibt ja Leute, die sammeln so eine Schachtel. Wie gesagt, ihr könnt euch immer bei irgendwelchen Schachteln oder so melden. Kann man immer gucken, was man machen kann. Magic Whip. Ist eine Knallkette. Hier von Red Lantern noch. Made in China. Ist eigentlich eine riesengroße Knallkette. Früher sogar mal Kategorie 4 gewesen. Ganz früher von Weco. Ist nichts anderes wie so eine Knatterpeitsche. Ja, man zieht das hier raus. Hier hinten hat man auch so eine kleine Illustration drauf. Ja, zieht man einfach raus, hat man eine lange Knatterkette. Glaube, davon gibt es ja schon ein Video bei mir. Dann hier eine schöne Triangelsonne, japanische Triangelsonne. Haben wir auch schon mal verfilmt. Wunderschön. Diese alten Sonnen, die waren sowieso sehr viel prachtvoller, wie das, was heute ist. Ne? FKW gilt nur in Berlin und BRD und West-Berlin, also noch mit West-Berlin-Regelung. Ja? Also wir waren hier noch in den 80er Jahren. Ja, kann man nicht so sagen. Das Design ist schön. Bei diesen alten Sonnen, was man dazu sagen muss, dass diese Verbindungsstücke hier, die sind aus China Fuse. Und es kann sein, wenn diese offen gelegen haben, dass diese schon ein bisschen Feuchtigkeit gezogen hat im Laufe der Zeit. Mal gucken, ob wir noch überhaupt aufnehmen, ja. Dass die dann nicht mehr allzu gut funktionieren, manchmal. Ja, hier haben wir einen klassischen Weco Flitze Feuerstein. Da braucht man noch nicht viel zu sagen, ne. Früher mal eine ganz süße Kinderfeuerwerkfontäne. Ich sehe gerade, man sieht das alles überhaupt nicht. Naja, egal. Können wir ja nachher nochmal gucken. Eine ganz süße Kinderfeuerwerksfontäne. Damals eben Klasse 1. P1, BAM P1. Ja, müsste so aus mit diesem Design, weiß ich nicht, Mitte der 90er Jahre sein oder so was. Gibt es immer noch, aber hat natürlich vom Effekt her extrem nachgelassen. Ne? Flotte Biene, toll. Kleine Aufstiegseffekte, kleine Schmetterlinge. In Klasse 1 noch, FKW, ja dann später verboten, keine Aufstiegseffekte mehr in Kategorie 1. Wenn man sieht aber, was heute in Kategorie 1 möglich ist, die Vulkane und die Crackling-Bälle, wie, was die für eine, sagen wir mal, Spannweite haben. Da sind so eine kleine Bündchen ja eher harmlos dagegen gewesen. Ja, also das ist schon. Oh, hier habe ich ein Rohr. Colorful Prachute. Ich glaube, hier haben wir nur ein holländisches Produkt. Dass das. Ich wüsste gar nicht, ob das eine Fontäne ist. Das wollen wir mal gucken. Englisch. Do not hold in hand, please. Welcome with smooth. Ja, 6 Meter Distanz. Also eine schöne Fontäne. Dinner for One. Das ist einer mich an alten Zeiten, wo ich das mal verfilmt habe. Wer Videos davon sehen will, habe ich schon auf meinem Kanal.
eine ganz simple Sache, ja. Du hast also eigentlich 5 Eisfontänen, die, da muss man ein bisschen aufpassen, die sind relativ hoch. Ich glaube, der Teig dauert noch eine Küche, dreht das Video. Ja, die sind auch nicht verleitet oder so, ja. Die stecken hier einfach nur so drin. Von Weco muss man also alle auch einzeln anzünden, aber mit so einer Sachen, das ist wirklich eher was, und ist leider Plastik hier doch schon sehr verhunzt. Aber das kann ich mir so bei Sammlern eine Vitrine auch vorstellen, ja. Vom Effekt her eher schlicht, aber da ist eigentlich eher die Design halt. Hier haben wir Crackling Boards. Ja, da ist nicht weiter was Besonderes zu sagen. Jetzt nochmal Crackling Boards, hier ist wieder Aufkleber über Aufkleber. Hier haben wir kleine Blinktabletten, Spinning Strobe. Interessant sind hier so die Hersteller, ja. Happy Cracktus. Kommt auch direkt aus den, also Reimport quasi aus den Niederlanden. Ja, kennt man ja. In diesem Fall hier mit Effekt zünschen. Also wir haben hier welche mit, wie wissen das hier? Ist die grüne zünschen nur da dran? Ach ja, die Effekt. Wir haben eine Effektblunte. Und an der Effektblunte, beziehungsweise an der Visco kommt eine Effektblunte, wahrscheinlich in Silber, und dann hat man unten eben diese Blinktablette dran. Ist ja eigentlich bekannt. Potz Blitzvulkan. FKW Keller. Kleine Vulkan. Früher haben wir hier noch einen Preis, 3,98 Mark. Oh, schon relativ teuer, aber das alte Design ist ja Hammer, ne? So, mal gucken, wie die Dinger aussehen. Richtig oldschool, ey. Guckt euch die mal an. Haben zweifach sortiert. Zwei mit so einem Papier, rosa, zwei mit weiß. Weiß nicht, ob das unterschiedliche Effekte hat. Irgendwie sagt mir das vom Namen was, aber ich weiß jetzt nicht, ob das einfach nur Vulkan war, aber ich fühle schon, das sind also Fontänen. Das sind keine echten Vulkane, hier kann man ja so rindrücken. Kann natürlich auch sein, dass das so wie Bengalisch auch nur sind. Irgendwie sagt mir das was, aber keine Ahnung. Aber von Design her wunderschön, ne? Müssen wir mal so ein bisschen, dass man wenigstens ein paar Sachen hier sieht. Müssen wir mehr nach hier gehen. Ach, ich wollte ja nicht reingucken. Oh, da muss ich doch mal reingucken, weil der Teig, den ich jetzt schon gesehen habe, haben wir nämlich doppelt. Ach nee, wir haben Clown 1 von Komet, war das der, war? Aus den 1993er Jahre, 94 so in den Dreh, Jugendsortiment mit dicke Brummerknallschnüre und ein Vogel. Und das gleiche haben wir dann nochmal die Nummer 3 mit Spinnies, ein Vulkan und ein Vogel. Ja, gibt viele, die das sammeln. Ich weiß gar nicht, wie weit diese Serie geht, also bis zur welchen Nummer. Ich glaube 5 oder sowas, aber da würde ich mal richtig sagen. Hier haben wir noch mehr Kleinzeug. Feuervogel von Komet, also Kategorie 1 Feuerwerk. Wir haben da drin Superknallerbsen. Könnten, vielleicht sind die sogar noch mit Folie. Die finde ich ja mit Folie, finde ich ja interessant. Auf dem Bild sieht es aus wie Papier. Ja, wir müssten hier auch. Ich weiß es nicht genau, die könnten eigentlich noch älter sein. Also diese Knallziehschnüre hier, haltet mal da hin, ich halte es mal dahin. Richtig schönes, altes Design, ja. Wir haben also hier immer dieselbe Befüllung, also immer in der Silbersonne, einmal Knallschnüre, einmal die Knallerbsen und einmal hier so eine Kobra. Hält man hinten am Schwanz drin, vorne ist so ein kleines Fontänchen. Gab es auch alles einzeln. Schon schön. Ist ja richtig nostalgisch, ne? Ja, Springkreisel. Hatten wir auch schon verfilmt. Damals, glaube ich, sogar Klasse 2 Bodenwirbel. 4 Stück sind da drin. Und da habe ich damals noch im Video gedacht, Springkreisel.
Aber das soll nicht Springkreisel heißen, sondern Spring, also vom Frühling. Darum bunte Farben, also Spring tun die nicht. Haben wir schon verfilmt, kann man aber, man kann ja mal hier diese, gerade diese Kleinste, da kann man mal so ein schönes Video machen hier mit, also theoretisch könnte man das machen, darf man ja nicht mehr zünden, ist ja nicht mehr nur noch zum Sammeln, ist das ja nur noch da. Oh, jetzt kommen wir hier wirklich, oh, jetzt gibt es, da kommen wir mal. First Class von Nico, First Class Serie, und das ist wirklich jetzt mal hier was ganz Besonderes, finde ich. Da muss man sich mal reinhauen. Erstmal hier hinten, kann man auf der Kamera nicht sehen, vielleicht auf der, ansonsten schneide ich raus. Simone Schubert ist seit 1990 als Feuerwerkerin tätig. Highlights ihrer Karriere waren die Boxveranstaltung mit Henry Maske und Pink Floyd Tour und die Ludwigshafer Schlossfestspiele. Ihre Lieblingseffekte sind Mehrschlagbomben sowieso. Ich weiß gar nicht, warum das jetzt da mit draufsteht. Patentierte Sicherheitsabschussrampe. Und das, um was es überhaupt geht, das finde ich ja so lustig. Hier in dieser patentierten Sicherheitsabschussrampe, die aber ganz schön wackelt. Hier hat man, muss man sich mal überlegen, ach, das soll eigentlich noch hier dran sein. Das würde ja nicht mehr so funktionieren. Eigentlich soll das so sein. Und du hast hier eine Anzündung und da drunter ist ein Zündband. Vielleicht kann man das auf der Kamera sehen, auf der kann ich es auch mal probieren, aber ich glaube nicht. Und jetzt soll einfach alle fünf hier zünden. Und was haben wir hier? Wir haben hier einfach nur simpel fünf römische Lichter drin. Ja. Und könnte man jetzt nochmal so zünden, also dass man das probiert, hier so ranzukleben, könnte man jetzt einfach hier mal mit Tape so überkleben. Die schießen hier also durch die Pappe durch. Oder da ist wahrscheinlich nur Papier. Aber das muss man sich mal überlegen. Ich will nicht wissen, schade, dass hier kein Preis draufsteht. Was das früher mal gekostet hat, da hat man dann fünf römische Lichter sicherlich sehr, sehr teuer verkauft. Das sind ja immer so die Geschichten, das sind auch mit den gebündelten Raketen und sowas alle. Das Ganze nennt sich Feuerwerksbatterie Bangkok. Geprüfte BAM, sowieso Deckel entnehmen, Gegenstand auf einer Ebene, Bodenstelle zünden und seitwärts stehen. Ist das ein Pipapo? 780 Gramm brutto. Wirklich, so kann man gut Kohle machen. Dann haben wir Super Shooter, Silber Vulkan, Silberfächer von Keller. Im Prinzip auch wieder sowas. Ich glaube, die hatten wir aber auch schon mal verfilmt damals. Ich kann da mal kurz reingucken. Das sind also. Eigentlich auf okay, wahrscheinlich. Nee, kann ich jetzt nicht ein bisschen kaputt machen, würde ich jetzt eigentlich nicht. Naja, vier verleitete Vulkane halt, ne? Kann man sich auch gut selber machen. Aber so was ist es, ja, wenn bauen die so zusammen, die Leute haben es ja scheinbar gekauft und natürlich zu einem viel, viel teureren Preis, als wenn du dir jetzt hier zum Beispiel fünf Röhlis einzeln holst. So, ein bisschen was ist noch mal. Hier war nochmal so ein Verbund, leider schon ein bisschen abgefallen. Mit Sputnik vom Panda, das kann jetzt allerdings nicht mehr alt sein, das ist schon neueren Datums. Ja, F2. Im Prinzip ja dasselbe wie hier, auch einen einfachen Vulkanfächer schon fertig gemacht. Der war sicherlich nochmal in einer anderen Umverpackung, weil irgendwie müsste er da noch eine Gebrauchsanweisung sein. Ist sogar mit. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass das so auf den deutschen Markt gekommen ist, weil wir hier Stoppine haben. Und in F2 darf eigentlich gar keine Stoppine, auch wenn sie gedeckt ist, eben freiliegen. Also das wundert mich jetzt eigentlich schon so ein bisschen. Ist aber mit Zulassung, also mit CE. Hm. Hier haben wir nochmal Knatterbälle. Hier haben wir nochmal diese. Da mein Blinklicht da defekt sich. Meine Herr. So, viel ist jetzt nicht mehr drin, das muss ich doch mal gucken. Ja, wir haben nochmal eine tolle Bienchen und eine geile. Schön. Also das ist richtig schön. Eine schöne Schneeflockensonne.
wunderbar, wenn sie noch funktioniert. Weco, Sachsenfeuerwerk, Schneeflockensonne und die Premium Diamantsonne. Die müsste eigentlich so ähnlich sein. So richtig schöne Sonne noch. Guckt euch mal diese Pracht an, ja? Herrlich. So müssen Sonnen sein. Also, wir hatten ja neulich von Bröckhoff diese große, wie nannte die sich denn? Ich habe den Namen jetzt vergessen. Ey, also so ein, kann man nicht damit vergleichen. Ach, hier machen wir noch einen Magic Wipe. Oder Wip, sagt man eigentlich. Nee, Wipe sagt man. Ja, jetzt kommen wir schon zum letzten Teil, wie es aussieht. Große Kiste, nicht so viel Inhalt, aber dennoch schön. Und das nochmal aus der First Class Serie. Und wir haben nochmal einen Dreierfächer. Und zwar die Prachtfontänenfächer. Auch aus dieser First Class Serie. Auch hinten wieder mit einem Feuerwerker, der sich auch, falls man da nicht sieht, ich zeig's auch gerne nochmal da. Auch also fertig verbunden. Gucken wir, ob man das so mal aufkriegt, um darin lupen zu können. Müssen wir halt leider hier zerstören. Ach, oh, sieht aus wie die römischen Lichter, selbe Prinzip. Ich habe jetzt eigentlich gedacht, hier sind sie. Und auch wieder, ich weiß gar nicht, ob die mal so genau da drauf sein müssen oder ob die Flamme so ausreicht. Man sieht da hier die Lücken vielleicht. Hier gerade für euch jetzt rechts, ja. Hier ist so eine Lücke. Und hier unten geht das Zündband an, ob das ausreicht, um das zu zünden oder ob das eigentlich so sein muss. Vom Design her würde ich aber sagen, nee. Wahrscheinlich ist die Flamme so groß, dass das auch so funktioniert. Auch gleich mit zum, ach, hier kann man da drin klicken. Zack, steht. Feuerzeug. Warte mal, haben wir hier? Nee. Ja, schöne Sachen wieder dabei. Also freut mich richtig. War zwar jetzt diesmal nicht so viel, aber doch schön. Und wenn man überlegt, ich will nicht wissen, also wer weiß, kann man in die Kommentare schreiben. Also gerade hier mit den 5 römischen Lichtern, hier diese Teil von Nico. Kann man toll hier hinstellen, die Sicherheitsstand-Dings, was gleich umkippt. Und diese, ich glaube, das haben die teuer verkauft. Also ich habe mir sowas noch nie gekauft in meinem ganzen Leben. Ich habe schon damals die Röhlis selber gefächert. Ich wusste auch ja nicht, dass es sowas überhaupt in Röhli-Form gibt von der First Class Serie. Ah, schon aufstoßen, ne? Aber ich denke, dass sie das wirklich teuer verkauft. Und wer das mal weiß, bitte in die Kommentare schreiben. Ich würde mal wirklich sehr interessieren, wenn so von irgendwelchen einzelnen Sachen hier, dass jemand den Preis davon weiß. Ne? Würde mich sehr, sehr interessieren. So, das war schon wieder diese kleine Unboxing hier. Schöne, viele Sachen. Das schlägt mein Herz wirklich höher. Ja, und ansonsten sehen wir uns dann bald wieder. So, wenn euch sowas gefällt hier, abonniert den Kanal, unterstützt mich ein bisschen, dann kann man das öfters mal machen. Okay, bis zum nächsten Mal.